говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Schmiergeld, um in den Krieg ziehen zu dürfen. Russische Armeeangehörige waren bereit, Schmiergeld zu zahlen, um einen Marschbefehl nach Syrien zu bekommen. Ein russischer Militäranwalt hatte eine goldene Zukunft versprochen und die motivierten Soldaten und Offiziere hatten dem vorbestraften Militärjuristen geglaubt. Viele glauben, dass Amerika das Land der unbekannten Möglichkeiten ist. Die Praxis zeigt, dass auch Russland das Land der unglaublichen Möglichkeiten ist. Es geschehen Dinge, wo sich der Normalbürger, insbesondere auch der Ausländer, an den geschüttelten Kopf fassen und kaum glauben können, was die Medien zu berichten wissen. Zum einen geht es um einen Militärjuristen. Diese haben sich spezialisiert auf die Beratung von Armeeangehörigen in den spezifischen Fragen des Militärdienstes. Sie gehen in den Truppenteilen ein und aus und genießen natürlich das Vertrauen der Armeeangehörigen. Wenn aber ein Jurist wegen Betruges vorbestraft ist, wie kann man zu diesem noch Vertrauen haben? Und wenn dieser Jurist dreimal wegen Betruges vorbestraft ist und immer noch Jurist ist und immer noch im Militärdienst steht, das müsste doch dann Fragen aufwerfen. Es gab aber keine Fragen an diesen Juristen und so konnte er weiter seinen Berufsstand diskreditieren. Er versprach Armeeangehörigen, begonnen beim einfachen Soldaten, über Fähnriche bis hin zu Offizieren, dass er mit seinen Beziehungen dafür sorgen könne, dass sie einen Einsatz in Syrien erhalten. Sie sollen ihm zwischen 20 bis 40.000 Rubel zahlen und er würde für die notwendigen Marschbefehle sorgen. Dutzende von Armeeangehörigen zahlten dem Juristen die Summe, erhielten aber keinen Marschbefehl. In den Strukturen der russischen Armee gibt es auch Sonderabteilungen. Hier arbeiten unter anderem Spezialisten für die Sicherheit und der Spionageabwehr. Ihre Aufgabe ist es, Augen und Ohren offen zu halten, und das taten sie auch. Und man legte wohl diesem Juristen endgültig das Handwerk. Dann kam es zu Prozessen. In einem ersten Prozess wurde der Militärjurist verurteilt. Er bekannte sich schuldig und darf nun 18 Monate nicht in der Armee dienen, darf nicht befördert oder belobigt werden. 10% seiner Bezüge werden einbehalten. Ob er danach wieder als Jurist arbeiten darf, ging aus den Meldungen der russischen Medien nicht hervor. Die Armeeangehörigen, die den Juristen geschmiert hatten, es sollen rund 3 Dutzend gewesen sein, haben Strafen zwischen 30 bis 90.000 Rubel zu zahlen. Der Dienst in der russischen Armee ist wieder sehr populär. Der russische Armeeangehörige ist eine angesehene Persönlichkeit der russischen Gesellschaft. Nichts erinnert mehr an die erniedrigende, ärmliche, kapituliererische Situation der russischen Armee und Flotte in den 90er Jahren, als die USA mit Tausenden von Beratern in Russland alles versuchten, um die Armee, deren Infrastruktur und andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zu vernichten. Besonders attraktiv sind für russische Armeeangehörige Dienst im Ausland, insbesondere in den Regionen, wo Kampfhandlungen stattfinden. Neben ihrem ganz normalen Gehalt, welches sehr attraktiv ist, erhalten sie Zusatzzahlungen, meist in Valuta ausbezahlt. Nach dem Einsatz und Rückkehr in die Heimat haben sie den gesellschaftlichen Status eines Kriegsveteranen, mit vielen daraus folgenden Vergünstigungen im täglichen Leben, so einer monatlichen Rentenzahlung und zusätzlichen 15 Tagen Urlaub.